Klemme und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich öffne den Podcast. Und damit herzlich willkommen zurück. Moin Moin Justin. Du hast eventuell gerade die Thrombosespritze dir reingepfeffert, oder nicht? Ich weiß nicht. Machst du es? Machst du es nicht? Ich habe überlegt eigentlich, aber ich habe ja gar keine. Also ja, ich gut, hätte sein können, dass sie doch irgendwie was, keine Ahnung, woher organisiert so mit dem, hast. So mit dem Arztausweis in die Apple. Ja, könnte doch sein, könntest du doch machen. Nee, habe ich nicht gemacht, aber ja, eigentlich gar nicht so dumm oder wäre vielleicht nicht so mega dämlich gewesen, ne? Nö, ich setze da drauf, dass ich einfach mal keine Thrombose kriege, wenn ich fliege. Wie gesagt, wenn ihr das hört, bin ich ja eh schon weg. Wir sagen es in jeder Folge, lasst uns einfach in die Folge reinstarten, würde ich sagen. Ich bin nicht da gerade, bald geht's wieder in gewohnter Manier, einfach ganz normal weiter. Und damit moin moin, so wie immer, Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns im Übrigen reichlich 5-Sterne-Bewertung und auch Kommentare zukommen lassen habt. Sage ich jetzt einfach mal so, ob das stimmt. Weiß ich ja gar nicht. Ach, das gucke ich nach. Da habe ich ein Auge drauf, du. Aber ich muss aber sagen, diese Thrombosespritzen, ne, die mochte ich so gar nicht, als ich meine Verletzung hatte. Das war, also aber, keine Ahnung, ja. Aber irgendwie, ich mochte, ich hatte da keinen Bock drauf abends. Ich mochte das nicht. Ich wollte gerade sagen, irgendwie stellen sich da die Männer aber auch irgendwie überdimensional an, ne? Das ist ganz komisch. Ja. Ich erinnere mich noch daran, dass du da echt irgendwann so ein bisschen so ein ja, weiß ich auch nicht, so fast schon jeden Abend, oh nee, genau. Das war irgendwie nicht so geil, ey. Ersten aber Abend war ja okay, aber irgendwann, nee. Ja. Ja, aber du bist happy, Dixi-Klos sind vertreten auf dem Marathon. Kann nichts mehr schief gehen, ne? Ja, ich sag mal so, im Nachhinein ist mir dann wieder aufgefallen, so wahrscheinlich brauche ich die gar nicht so weit, weil, Bro, ich glaube einfach, ich pack's nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich pack's einfach nicht. Ich glaube, ich Warum, pack's was einfach ist passiert, nicht. Ey? Weil letztes Mal warst du noch so ein bisschen, klangst du ein bisschen optimistischer. Nee, überhaupt nicht. Ich klang nur letztes Mal schon nicht mehr optimistisch. Ich pack ja vom Schmerz her die nicht mal die 30. Ich komme ja einfach nicht ran. Ich laufe ja wie ein Besenkter, aber was soll ich tun? Mhm. Ich glaube, ich pack, also jetzt mal im Ernst, ich glaube, ich pack es nicht. Aber trittst du, also glaubst du, es besteht die Chance, dass du gar nicht erst antrittst? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde es versuchen. Also irgendwie, es ist so ein bisschen so eine ist nicht meine Mentalität, ist es nicht. Weißt du, ja, dass ich sage, ich mache, ich probiere es gar nicht erst. Das gibt es eigentlich nicht. Die Sache ist halt nur, also noch könnte ich den Platz halt verkaufen, weißt du? Ach so. Ich habe jetzt die Mail rausbekommen, okay, ist halt ausverkauft, aber man kann sein Ding jetzt noch weiterverkaufen. Hat ja schon ein bisschen was gekostet, aber auf der anderen Seite denke ich mir wieder so, nee, ich melde mich nicht an, um es nicht zu versuchen. Weißt du, das kriege ich nicht in meinem Kopf rein. Deswegen ist mein Call, ich denke, ich werde es einfach laufen. Ich werde laufen und dann laufe ich halt 8 Minuten pro Kilometer, dann ist es so. Und dann laufe ich da 5-6 Stunden, aber ich werde zumindest versuchen, so weit es geht zu kommen, denke ich. Ist so der jetzige Stand, ja. Ich bin echt gespannt. Es ist nicht mehr so lange hin, ne? Nee, eben, das ist ja das Problem. Aber es ist ja auch nicht so, als wäre ich ein fauler Mensch gewesen. Ich habe alles getan, was ich konnte, was das Training angeht, so, ne? Und auch im Training war es so, ich habe immer durchgebissen, ich habe einige Trainings überzogen, sodass ich dann mich das ein oder andere Mal vielleicht auch ein bisschen zu sehr verzwickt habe, sage ich mal. Also es hat dann ordentlich wehgetan. Das heißt, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, du musst jetzt schlauer sein, dann läufst du halt, wenn du merkst, bei Kilometer 23 oder so oder 26, es tut arschweh, dann musst du halt aufhören, dann ist es halt so. Mhm. Dann machst du halt eine Pause, dann läufst du halt dann halt nicht die 30, wie du es dir zum Beispiel vorgenommen hast, aber dann kannst du ja nächste Woche wieder laufen. Ja. Aber dann muss doch irgendwann mal eine Anpassung stattfinden. Dann muss ich doch nächste Woche einen Ticken weiterkommen. Aber das passiert halt einfach nicht. Ach, so. Scheiße. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe dann irgendwann zwischenzeitlich mal in den Wochen mal so ein bisschen reduziert und gesagt, komm, ich nehme mal einen Lauf weniger, damit ich ein bisschen mehr Regeneration habe. Es ändert nichts. Scheiße. Ich kann es nicht ändern. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wirklich nicht. Oh Mann, ey. Vielleicht am Wettkampftag. Wahrscheinlich einfach nicht genug Zeit. Ja, ich werde mal so die Woche vorher nochmal ordentlich loaden. Ja, ich sag mal, man hätte halt mit mehr Anlaufzeit das Ganze machen müssen. Ich meine, klar, du warst davor in der M3-Vorbereitung und so, das war natürlich alles schwierig. Aber ich glaube, so für einen Marathon ist vielleicht dann doch rückblickend betrachtet ein bisschen sportlich gewesen. Erst, klar, du warst früher mal viel laufen so, aber es war ja zwischenzeitlich, warst du ja ein, zwei Jahre gar nicht laufen und dann innerhalb von ein paar Monaten sich auf einen Marathon vorzubereiten, ist natürlich auch schon eine Herausforderung für den Körper. Fürs Mindset weiß ich, bist du ready, aber für den Körper, die Anpassungsprozesse, wann sollen die stattfinden? Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, ganz ehrlich, mental bin ich auch schon an einige Tiefpunkte mittlerweile deswegen gekommen.
Weil du Ja. dir halt irgendwann, ich meine, du musst ja, ich laufe ja, das ist ja das Gestörte, ne? Damals habe ich Monate für den Halbmarathon trainiert, jetzt laufe ich den jede Woche. Ich laufe jede beschissene Woche in den Halbmarathon und mehr. Und Ja. trotzdem shiftet das ja so um, dass du merkst, Scheiße, das reicht ja gar nicht. Also weißt du, was ich meine? Du bist bei Kilometer 24 und du bist mental gebrochen, weil du weißt, es geht schmerzbedingt nicht. Es geht halt einfach nicht. Und das ist irgendwie Kacke. Vielleicht ist es auch, bräuchte ich auch nochmal ein anderes Schuhwerk, weißt du, vielleicht überträgt sich das irgendwie. Ich weiß es alles nicht, aber dafür habe ich auch das Money jetzt nicht, weißt du? Also deswegen, mal gucken. Ich werde jetzt, also, ne, deswegen, das nagt so ein bisschen an meiner Mentalität gerade, aber ja, ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes, ich werde gucken. Ich sag mal, im Optimalfall wäre es so, dass du jetzt weiterläufst, trainierst und dann so in einem, ja, vielleicht Oktober oder halt sonst sogar auch tatsächlich erst nächstes Jahr im April Ja. den Marathon dann halt voll machst. Aber dann bist du natürlich im Berufsleben, wo wir natürlich dann heute bei sind, was du denn beruflich dann tatsächlich machst. Ja, richtig, ne? Da Das ist sind wir jetzt, bei der ne? heutigen Folge Ich wollte angelangt. gerade sagen, dann lass uns da auch einsteigen. Also, es war ein, ja, wie soll ich sagen? Ich könnte jetzt sagen, es war ein Riesen hin und her und ein innerer Struggle, aber um ehrlich zu sein, Wollen wir jetzt schon direkt drauf eingehen? Oder hast du noch einen Medi-Effekt? Oder wie Ja, machen wir es heute? habe ich noch. Ich wollte nur gerade Okay. mal so ein bisschen einleiten, ne? Noch schon mal ein bisschen Keine anteasern, so, Angst, aber noch nicht genau. sagen, was du machst. Natürlich nicht, was denkst du Oh, denn? du bist gut. Aber nein, man könnte jetzt sagen, es war ein riesen Struggle so innerlich und, ne, und alles, aber am Ende muss ich sagen, hat sich das zwischen ja, zwei Competitors sozusagen oder competenden Fachrichtungen sozusagen entschieden. Ich denke, die meisten können sich überlegen. Ja, wir haben euch gefragt, Lukas hat euch gefragt, was ihr denkt. Da waren bodenlose Kommentare dabei, wo ich mir Da gedacht kam habe, alles, da ja, kam da kam alles alles. wirklich. Da kam wirklich alles. Es war aber in erster Linie teilweise sehr bodenlos. Wer auch immer der Meinung war, dass mich die Proktologie besonders interessieren würde. Ich hoffe, es war toll. Ansonsten schalte jetzt bitte diesen Podcast ab. Oh, Dankeschön. ich glaube, das liegt an unseren ganzen Stuhlgang-Stories. Ja, das stimmt wohl. Aber geil war unser Ex-Kommilitone, ne? Der meinte, gottloser Facharzt für Ernährungsmedizin bei Elbe Grill aus 63, Ja, der ne? Grill aus 63 oder so. Ja. Geiler Laden, ey. Das sind so Dinge, daran erinnere ich mich gern zurück, wenn man da Wobei Elbe, irgendwie. das, ich glaube, der meinte nicht Elbe Grillhaus. Nee, Grillhaus 63 hinten Ja. hinter der Uni da, ne? Ja, genau. Ich glaube schon die. Ja. Ja. Grüße an euch. Genau. Nee, ich habe einen Medi-Fact vorbereitet. Klar, soll sich in dieser Folge natürlich auch nicht, wollen wir natürlich auch nicht missen. Und ich würde eigentlich sagen, dann starten wir doch direkt rein, oder? Starten wir rein. Ja, Lugi, ich habe eine Story würde ich das jetzt nicht nennen. Eine Geschichte ist das, also ist anders. Ihr werdet es alle kennen, du wirst davon gehört haben, der russische Oppositionspolitiker Nawalny, der ist ja vor einem knappen Monat verstorben. So. Oder wenn ihr das hört, vielleicht schon ein bisschen länger her. Und mich hatte das interessiert. Ich habe das damals in den Nachrichten gelesen, beziehungsweise gehört und war, muss ich sagen, nicht verwundert, aber schockiert. So, ne? Und dann habe ich mich daran hab ich mich daran zurückerinnert, dass ich vor einigen Jahren mal im Auto gesessen habe und Nachrichten gehört habe. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, ich meine, ich war da auf dem Weg nach Berlin zu dem Zeitpunkt. Ja. Und da habe ich quasi gerade gehört, dass Nawalny zur Charité, in die Charité eingeflogen wurde. Weißt du noch, was der Grund damals war? Nee, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es passiert ist, aber ich kann dir nicht mehr sagen, was der Grund war. Genau, 2020 im August wurde Nawalny vergiftet. Ja. So, sehr wahrscheinlich können wir uns alle denken, ne? Von wem und wie. Egal, wir sind kein Politik-Podcast. Trotzdem habe ich mich gefragt und dachte mir so, ey, ne, wir sind ja alle so medizinisch unterwegs oder zumindest medizinisch interessiert. Eigentlich ist ja das Wort Vergiftung so ein breiter Begriff und habe mich dann gefragt, was hat der eigentlich bekommen? Also, was tut man da, um jemanden zu vergiften? So, und in welchem Rahmen hat das denn überhaupt stattgefunden? Oder das ist so ein bisschen dieser Medi-Fact heute. Was war das für eine Substanz, mit der Nawalny vergiftet wurde und die ihn fast getötet hat? Und ja, eigentlich muss man sagen, es ist, ich würde jetzt, ja, was heißt komplex, das würde ich jetzt nicht sagen. Also
es ist zumindest dir bekannt. So, es ist eigentlich ein verständlicher Prozess, der da passiert ist. Und zwar war Nawalny, um das vielleicht nochmal kurz einzugrenzen, irgendwie auf dem Weg von Tomsk nach Moskau. Und auf dem Flug ging es ihm halt übelst kacke so. Und das Flugzeug musste dann notlanden. Und dann hat man ihn erst von Omsk nach ja, Berlin dann verfrachtet später. Und die Ermittlung, sage ich mal, und die Untersuchung, die Diagnostik hat halt ergeben, dass er sehr wahrscheinlich vergiftet wurde, beziehungsweise es war eigentlich erwiesen. Und zwar war das eine Substanz, die sich Novichok nennt. Heißt übersetzt Neuling und ist ein Nervengift aus der vierten Generation. Und theoretisch wurde diese Gruppe von Kampfgiften sozusagen schon ab den 1970ern in der Sowjetunion sozusagen entwickelt. Waren lange Zeit dann teilweise unterm Radar, ne, durfte niemand was von wissen, dann kam das irgendwie raus, ich glaube 1991 oder sowas, ne, und so weiter und so fort. Am Ende geht es mir aber gar nicht genau um die Geschichte, um ihn, sondern überhaupt, was da passiert ist und also, was ist das für ein Gift und genau, wie wirkt das, ne? Und warum konnte, also warum nutzt man das? So, und was man vielleicht dazu wissen muss, ist vielleicht mal eine Begrifflichkeit von der Toxizität dieses Gifts. Und zwar geht es da um die mittlere letale Dosis, wird ihr ja wahrscheinlich noch was sagen. Ja. Und zwar, und jetzt halte ich mal fest, ist die bei Hautkontakt, liegt die Okay. bei einem Milligramm. Okay, das ist krass. Mittlere letale Dosis, Lukas, kannst du das noch, Ich habe ja die Pharma nicht als LD50? Prüfungsfach. Bitte erklär du doch mal ganz kurz. Das ist doch dein Medi-Fact. Deswegen will ich dir, ich will dir die Bühne nicht wegnehmen, Justin. Also die mittlere letale Dosis in dem Fall heißt letztendlich, wenn du eine Substanz oder teilweise in der Physik ist, glaube ich, auch Strahlung und so weiter und so fort, ist sozusagen die Dosis, mit der 50% einer Population oder einer Gruppe, der man das gibt, halt daran stirbt. Ne? Okay. Hatte ich das tatsächlich doch sogar noch richtig im Kopf. Habe ich mir schon gedacht. LD50 würde man das in dem Sinne nennen. Es gibt auch LD75, 25, das sind dann jeweils unterschiedliche Prozentsätze. Genau, so. Und was ist die Symptomatik von diesem Gift? Denn wenn wir die Symptomatik kennen, können wir uns vielleicht auch herleiten, wie es wirkt. Keine Angst, Okay. ich werde dich das nicht Ja, mal abfragen. gucken, vielleicht ein bisschen Okay. spielerisch drauf kommen. Ja, okay, dann versuchen wir das mal so. Dann würde ich mal sagen, zum einen kommt es vermehrt zur Schaumbildung vom Mund und zur vermehrten Sekretbildung, Ja. Bronchospasmus. Bronchospasmus, okay. Und auch generell zur, Parasympathikus-Aktivierung? ja, Okay, richtig. okay. Ja, richtig, okay. Nee, das ist schon richtig, das ist schon gut. Und halt auch später ein bisschen, oder es kann auch ein bisschen zur Muskellähmung führen. okay. So, und wenn du das jetzt hast, den Parasympath, also gibt noch einige andere Symptome, aber das ist jetzt so das Interessante. Hat das was mit dem Acetylcholin zu tun? Ja, ganz genau, Lukas. Weil das ja der Neurotransmitter ist, sowohl beim Parasympathikus als auch in der. Ja, okay. Ja, Erzähl richtig. weiter. Genau, also ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen, ne? Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen oder jetzt gar keinen medizinischen Kontext haben dazu. Also, die Vorkliniker und Vorklinikerinnen unter euch werden das jetzt besser erklären. Ich mache das grob, ich werde jetzt nicht irgendwelche Kaskaden erklären, das juckt ja nicht. Wir haben in unserem Körper einen Neurotransmitter, der heißt Acetylcholin. So. Und das Acetylcholin hat bestimmte Aufgaben und wirkt an verschiedenen Rezeptoren. In der Neuro oder in der Synapse sozusagen. Es gibt einmal die muskarinischen oder muskarinergen und die nikotinergen Rezeptoren. Und die machen unterschiedliche Funktionen. Das eine hat eher was mit dem Parasympathikus und so, ganz grob, ne? Und das andere hat auch was mit der Signalübertragung für die Muskelerregung zu tun. Ist, wie gesagt, sehr grob runtergebrochen. Und jetzt ist es so, dass dieses Gift nicht direkt an den Rezeptoren wirkt, sondern es hemmt die Acetylcholinesterase. Was heißt das? Das Acetylcholin, was sozusagen seine Funktion in diesem synaptischen Spalt sozusagen ausführt, wird ja irgendwann wieder abgebaut. So, und das passiert über Acetylcholinesterasen. Esterasen sind Enzyme, die letztlich diese Neurotransmitter wieder abbauen sollen. Und wenn das nicht passiert, weil dieses Enzym gehemmt wird, dann hat man letztlich einen relativen Überschuss, ne? Der dazu führt, dass alles andere oder dass diese Signalübertragung fortan eben weiter stattfindet und auch im überfälligen Maße sozusagen. Dass dann eben sozusagen eine übermäßige Funktion vom Parasympathikus ja zur Folge hat,
aber eben auch zunächst zur Muskelkontraktion und später auch zur Lähmung führen kann. Und das Gefährliche oder warum es so tödlich ist, ist vor allem natürlich dann einer der wichtigsten Atemmuskeln, ne? Das, wie eine Kommilitonin sagen würde, Diaphragma, Das ne? Diaphragma. Das Diaphragma, nein, das Diaphragma natürlich, ne? Das Zwerchfell auch gesagt, ne? Und darüber atmen wir und wenn das halt zum Erliegen kommt, dann wird es sehr schwer. Und das ist die grundsätzliche Funktion von diesem, ja, von diesem Gift. Das wird über Hautkontakt auch aufgenommen. Wird wohl auch über Hautkontakt aufgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei ihm in dem Fall ist. Also es wird, wenn ich es richtig verstanden habe, mischt man das häufig ins Essen. Da reichen ja dann wenige Tropfen ins Essen, Abfahrt und dann ist der Ofen aus. Also so wie man es aus dem Film kennt. So Ja, heimlich kurz drauf geträufelt und dann. kennst du dieses Meme, wo so ein Geheimagent so in so einen Drink was rein mischt und den dann selber trinkt und dann so umfällt? Na, Nee, scheiße. aber kann es mir schon Naja. vorstellen, ja. Na, okay. Naja, wie auch immer. Und das ist so grundsätzlich die Funktion bzw. die Wirkung von diesem Gift. Es hemmt das Enzym, was das Acetylcholin abbaut. Und dadurch kommt es zu all den weiteren Symptomen. So, was macht man dagegen? Wahrscheinlich die, also das, ein Antidot, oder dass man die, dass man den, also könnte man den Rezeptor blocken oder halt eben die Acetylcholinesterase spalten oder halt hemmen, dass die nicht aktiv Ja. ist. Gut, aber dann solltest du oder kennst du ein Ja, aber ich komme nicht mehr Medikament, drauf. was Ja. muskarinische. Ja, aber ich Ja. komme nicht mehr drauf. Ich gebe dir einen Tipp: hat man im OP immer mit dabei und gerade wenn man eine spinale. Neostigmin? Nee, 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 nee. aber was. Oh. Ja, ich komm nicht drauf. Sag mal. Neostigmin wäre ja auch ein Ja, Esterase-Inhibitor. ja, Also, ja, das wäre ja ja. quasi theoretisch Das eine gleiche. ähnliche Wirkung. Ja, Nee, ist das klar. Atropin. Ist das Atropin. Das Atropin, ja, gut, Das okay. Atropin verdrängt letztlich nämlich das Acetylcholin aus den Stellen, beziehungsweise ein kompetitiver Antagonist von den muskarinergen Rezeptoren. Ne? Wirkt nicht auf Nikotinerge, aber muskarinerge. Und dadurch kann man halt eben verhindern, dass dann das Acetylcholin weiter an diesen Rezeptoren bindet. Ne? Das, was ja mehr da ist. Und irgendwann wird es dann halt abgebaut. Es gibt auch noch andere Klassen, irgendwie Oxime oder sowas, die dann sozusagen die Esterase reaktivieren sollen, aber man darf nicht vergessen, dass sie ab einer gewissen Alterung irreversibel geschädigt sind. Das heißt, da kannst du überhaupt nichts mehr reaktivieren dann sozusagen. Und das ist die Funktion von diesem Gift. Das heißt, jetzt wisst ihr, warum oder wie Alexei, ich glaube, so spricht man seinen Vornamen, Nawalny, ja, vergiftet wurde und dass die Was? Behandlung sehr wahrscheinlich Atropin war. Ne? Ja, spannend. Also sehr vielen, vielen Dank. Ich finde es irgendwie witzig, du hast ganz am Anfang gesagt, du wusstest nur ziemlich genau, wo du gerade warst. Hat man irgendwie so, mit so manchen Events hat man das, ne? Dass man das so Ja. voll verknüpft hat. Ich habe auch noch 9/11. Weißt du da auch noch, wo du da warst? Ich Ich weiß wusste, ganz dass genau. das jetzt, ich wusste, Ja. dass das jetzt von dir kommt. Ich weiß Ist, nicht ist, wieso, aber das ja, hast du, aber glaube das ich, schon ist. mal gesagt. Ja, aber Weil, das ist doch der Klassiker. Das weiß doch auch irgendwie jeder, wo er da na, war, oder? du Ich finde darfst das halt nicht krass. vergessen, dass du einfach 4 Jahre älter warst bei 9/11. Ich war ein richtig kleiner Knirps noch. Ja, gut, und ich war auch schon ein kleiner Knirps. Ich war 4. Ja, okay. Du warst 8. Ja. Das ist schon doch mal ein Unterschied. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber kannst du dich dran erinnern oder nicht? Nein, ich war safe zu Hause. Okay. Ich denke mal nicht, dass ich alleine irgendwo beim Billard spielen war oder so mit Na 4. gut, okay, aber ich hätte sagen können, na gut, okay, mit 4 kriegt man das noch nicht so mit. Nee. Also ich habe das Nee. halt schon so mitgebracht, ich habe es nicht gecheckt, meine Mutter hat mir das dann erklärt. Am Küchentisch. Ich weiß noch, ich saß da am Küchentisch und das lief im Radio und es war sehr schlimm und meine Mutter hat mir erklärt, was überhaupt passiert ist. Aber finde ich spannend. Also bei das an der Walni, da konnte ich mich jetzt nicht dran erinnern, wo ich da war, aber ich kann mich dran erinnern, dass das ein großes Ding war. Auf Ja. jeden Fall. Ja, also verzeiht mir, ne, ist jetzt natürlich alles sehr runtergebrochen, damit das, ich hoffe, so verständlich ist wie möglich für Ich glaube, das alle, war. die es hören. Ich glaube, das war Und so gut. ja. Also gerade in der Tiefe und auch war sehr verständnisvoll. Ich habe es auch verstanden. Ja, gut, aber ne, Lukas, du solltest das ja Ich sollte das hoffentlich auch vielleicht langsam verstehen. verstehen. Ja. Nein, aber das war, ich fand es gut. Also vielen, vielen Dank Gut. dafür. Ja, ne? Und dann lass uns doch mal rübergehen in die ganzen Fachrichtungen, die dir alle zugeschrieben wurden, Justin. Das Ja, ist ist ja ja Gott. alles dabei gewesen. Also es war Chirurgie dabei, innere Anästhesie. Es war die Urologie dabei, die Proktologie war dabei, die, was war noch alles dabei? Gynäkologie war dabei. Gynäkologie war dabei, bei der Neurologie war dabei. Neurologie war auch dabei. Irgendjemand war, das war der bodenloseste Kommentar von allen und ich, das muss toll gewesen sein, hat jemand geschrieben, HNO, Affensmiley. Ja, safe, safe, das war natürlich toll. Augenheilkunde? Augenheilkunde, wobei das war halt auch, weil wir das, Muss also das toll, muss safe, toll. safe, weil wir da beide jetzt Augenheilkunde nicht so geil fanden. Pedi?
war dabei. Pädiatrie kam auch, da habe ich mich gefragt, wurden wir verwechselt? Da habe ich auch gedacht, Allgemeinmedizin. Ja, Allgemeinmedizin und halt Chirurgie wurde dann unterteilt, halt auch viele haben auch, viele haben Unfallchirurgie gesagt, aber sehr viele haben halt auch Allgemeinchirurgie gesagt. Wo ich, Ja. also das habe ich nicht so hundertprozentig gecheckt, sage ich dir, wie das Ja, ist. weiß So, ich ich auch nicht dachte so so, okay, wenn ganz. Chirurgie, dann wird doch mit Sicherheit allen klar sein, dass es dann Unfallchirurgie ist. Es gab Hem-Onc dabei. Es gab, Stimmt, also ist ja, natürlich stimmt. Innere, aber jetzt auch nochmal Ja. differenziert. Und Gastro. Ja. Cardio war auch dabei. Ja. Also Also ein, selten, fast aber war alles dabei. war dabei. Es war eigentlich was alles dabei, ja. Aber ich glaube, also das meiste, was vertreten war, war Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, Innere und Anästhesie. Ja, genau. Was ich sehr interessant fand, war, dass einige dabei waren, die meinten, safe das. Also safe Ortho, safe Innere. So. Und safe Anästhesie. Und da war ich doch erstaunt, dass den Leuten das so viel klarer war als mir selbst. Ja, Also, stimmt. nein. Wobei ich sagen muss, am Ende war es doch recht klar, muss ich sagen, erstmal. Ja, war es recht klar für dich? Ja, also ich würde sagen, dass es. Es hat einfach alles so gut gepasst, dass es dann klar war. Weißt du, was Ja, ich okay. meine? Es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich keine anderen Interessengebiete habe. So müsste man das vielleicht sagen. Das jetzt nicht so von dem Interessen. Also, ne, ich bin zufrieden, so ist es nicht. Aber am Ende, wie sich der Weg so ergeben hat, war es halt irgendwie klar. Es war alles, muss man sagen, doch recht unkompliziert dann am Ende. Und dann dachte ich halt, ja, why not? So, es ergibt alles Sinn. Hat mir Spaß gemacht. Let's do it. So. Lass doch die Katze jetzt auch mal aus dem Sack. Ich glaube, man kann sich das denken. Also ich bin jetzt in die Anästhesie jetzt erstmal gegangen. Was heißt Ja. erstmal? Ich fange jetzt an in der Anästhesie ab Mai. Anästhesiologie und Intensivmedizin. Und ja, ich bin zufrieden mit der Entscheidung jetzt und bin gespannt, was kommt. Und ganz ehrlich, ich habe Willst du so Schiss. ein bisschen Ne? erzählen, was, wie der Entscheidungsprozess, wie das zustande kam? Oder, Ja, also kann du, ich, ja. ich hab mir eh gedacht, weißt du, wir können ja jetzt übel viel drüber reden. Aber die Frage ist, was kann man jetzt eigentlich alles drüber reden? Weil jetzt ist ja auch so, dass dein, also du redest ja jetzt dann quasi über deinen zukünftigen Arbeitgeber. Ja, richtig, ne? So, und das ist halt irgendwie ja auch ein bisschen verzwickt. So, da habe ich eh drüber nachgedacht. Das ist irgendwie nicht so easy. So, egal was du jetzt halt, ne, sagst, aber auch in Zukunft. So, ne, wie du Absolut. darüber erzählst und ist das nicht so ganz leicht. Hast du, also hast du eigentlich da irgendwie schon Bescheid gegeben mit dem Podcast oder machst du das noch oder wie ist, dass wir das machen? Darüber habe ich mir, um ehrlich zu sein, noch gar keine Gedanken gemacht. Also ich weiß gar nicht, muss man das? Also müssen wir das oder müssen wir das nicht? Das weiß ich gar nicht. Also ich habe da jetzt, Komm, also ist ja. Lukas, lass uns das bitte jetzt nicht hier offen diskutieren. Keine Ahnung, wie das ist. Aber das ist ein guter Punkt, damit beschäftige ich mich mal. Aber Ja. vielleicht nicht. Vielleicht Ich machen sag wir mal, wenn das man nicht jetzt einen live in der Nebenberuf Folge. hätte, wenn man nebenberuflich noch was machen Ja, würde, klar, das müsstest natürlich. du ja erzählen, so, aber ich Das weiß jetzt müsste man nicht, ob das machen. da drunter fällt oder nicht. Das weiß ich eben auch nicht. Deswegen meine ich ja, das müssen wir da mal off-cam besprechen oder beklären und Ja. wahrscheinlich nicht jetzt hier live. Ne? Ja, nee, Also aber ich sorry, weiß ich habe es dir jetzt. tatsächlich nicht. Ich weiß es Ich jetzt habe dir tatsächlich nicht. 100 Fragen gestellt gerade. Du hast mir 100 Fragen gestellt. Also vielleicht fange ich mal ganz von Anfang an. Guck mal, lass uns doch mal die letzten Monate ein bisschen Revue passieren lassen. Also, ja, ist doch so. Ich habe mein PJ gemacht in der Anästhesie. So, das war meine erste richtige praktische Erfahrung. Und ich hatte das Gefühl, ich habe selten so viel in 4 Monaten gelernt wie da. Das muss man einfach sagen, für meinen ärztlichen Beruf oder für mein ärztliches Dasein dann später. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich komme richtig weiter. Ich habe Dinge gemacht, die ich noch nie gemacht habe. Ich habe mich Dinge getraut, die ich mir noch nie getraut habe. Ich habe Sachen verkackt. Ich habe Sachen hinbekommen, so wie es halt immer ist. So, wäre das genauso gewesen, hätte ich das innere Tertial quasi als erstes gemacht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ne? Ich weiß es gar nicht so genau. Aber was ich halt einfach gemerkt habe, ist in der Zeit, dass ich gerade im Punkte Physiologie und dem allgemeinen Skill, den du als Anästhesist oder Anästhesistin brauchst, einfach ja, viel rausziehen konnte für mich. Das hat mir einfach Spaß gemacht. So, ich hatte einfach das Gefühl, das ist eine gute, umfängliche Geschichte, die man da lernt, egal was der Weg für die nächsten 20 Jahre bereithält. Nicht, dass ich jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise vorhabe, nach einem Jahr, sage ich mal, alles wieder hinzuschmeißen. So habe ich jetzt gar nicht so. Aber man weiß ja trotzdem nie, was die Zukunft bringt. So. Und deswegen bin ich erstmal, was das angeht, sehr zufrieden. In der Inneren kann ich verstehen, weil das viele Leute gesagt haben. Ich denke, so rein von meinem Interessengebiet her bin ich auch durchaus ein Internist, sage ich mal. Bin ich ein, du weißt schon, wie ich meine, ne? Also Ja. ich habe ein internistisches Interesse, das kann man so sagen, aber der Arbeitsalltag
obwohl ich auf einer sehr guten Station oder eine gute Betreuung und sowas hatte, verhältnismäßig, war einfach nicht das, was mich mega abgeholt hat. Im Verhältnis zur Anästhesie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob man dann, ja, das immer so ist, wie gesagt, kann ich ja jetzt nur zum aktuellen Zeitpunkt sprechen. Und das habe ich einfach gemerkt. Es ist nicht das, wie ich mir vorstellen könnte, jetzt zu arbeiten. Und in der Anästhesie hätte ich mir das vorstellen können. So. Und dann kam die Chirurgie. Und die Chirurgie hat mich sehr überrascht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch in der Chirurgie gemerkt, es ist auch wie immer sehr, sehr teamabhängig. Und ich wusste auch, dass ich da, wo ich war, niemals arbeiten werde. So, das wird einfach nicht passieren. War auch nicht mein Wunsch. Und dann hat sich das alles einfach so gefügt und auch noch andere Entscheidungen dazu gebracht. Auch mein chirurgisches Interesse ist groß. Aber ich habe auch da gemacht, ich habe auch in der Chirurgie immer mal wieder bei der Anästhesie so ein bisschen mit drüber gelutscht und geholfen. Sodass sich das am Ende alles, muss ich sagen, dann mit Gesprächen so schnell entwickelt hat, dass es einfach Sinn ergeben hat, das jetzt erstmal zu machen. Und ich auch das Gefühl hatte, dass ich da einfach extrem viel lernen kann. Und das, worauf ich eigentlich am meisten Bock habe, jetzt was zu tun, wo ich sehr viel lerne. Denn auch in der Chirurgie muss man sagen, bis du operierst, bis du was machst, da passiert sehr viel Zeit. Und in der Anästhesie ist zumindest meine Erfahrung jetzt gewesen, auch von anderen, da geht's los, ne? Also, das ist, da scheißt du dich auch ein, also ganz ehrlich, da habe ich auch Schiss vor, aber du machst halt auch direkt was, ne? So. Das vielleicht mal erstmal so als, also nicht, dass du sonst nichts machst, aber du verstehst schon. Das vielleicht mal erstmal so als groben Abriss, ja. Ja, aber ist, also du hast ja schon super viele Dinge gesagt. Das heißt ja jetzt auch nicht, dass du zwangsläufig in der Anästhesie bleiben müsstest, nur weil du dich jetzt halt dafür entscheidest. Das ist eh, also ich spreche da jetzt einfach mal so allgemein ein bisschen. Das Ja. ist, glaube ich, ja, bei vielen ja so extrem im Kopf, okay, was wirst du jetzt für ein Facharzt? Aber das heißt es ja jetzt noch gar nicht so, ne? Also das heißt ja jetzt nicht, dass du safe Anästhesist wirst, so oder Facharzt für Anästhesie machst. Natürlich kann alles sein, so, ne? Aber wie du schon meintest, so die Zukunft ist da ja so offen. Du kannst auch noch nach einem Jahr wechseln und das, was du gelernt hast, kann dir keiner nehmen. So, ne? Wenn du danach sagst, pass auf, ich möchte doch in die Innere, ich möchte doch in die Chirurgie oder ich möchte doch, keine Ahnung, doch in die Urologie gehen, das, was du gelernt hast, nimmt dir keiner weg und du nimmst da, wirst da super viel lernen und verdienst erstmal halt auch einfach ein bisschen Geld. Und es hat sich ja auch, das hast du ja auch so ein bisschen angedeutet, das hat sich ja super, hat ja super gut bei dir gepasst. So, ne? Dass der Kontakt ist ja da geblieben zu der Klinik, das Interesse von der Klinik war auch einfach da, dass du dort anfängst. Und dann, also bist du ja auch angesprochen worden und dann warum nicht, dass dann halt so, wenn das alles so gepasst hat, warum dann nicht einfach dieses Angebot dann quasi wahrnehmen? Und du hattest ja auch schon, hast ja auch gesagt, du hast super viel gelernt und warum dann jetzt nicht da auch noch weiter erstmal lernen? Also es ist ja so, dass man sagen muss, dass der Kontakt ja nie gänzlich eingebrochen ist. Ne? Das ist halt auch nochmal so eine Sache. Das hat sich dann da halt einfach gut ergeben. Und ja, ich sehe das wie du. Ne? Man muss es nicht, aber ich bin ganz ehrlich, momentan ist es so, ich kann mich nur wiederholen, ich bin kein Fan davon, immer endgültig zu sprechen und zu sagen, ich plane die nächsten 10 Jahre durch. Aber es tut trotzdem gut, das Gefühl zu haben, dass man sich jetzt erstmal auf was einlassen kann. Also mein Plan ist es schon, jetzt erstmal ohne Ablaufdatum, sage ich mal, logischerweise, da jetzt was zu starten, so. Ne? Ja, Also, fühle ich, das bringt so eine richtige Ruhe in den Kopf, oder? genau, ja, nee. Also, was Ja, keine also Ruhe in, ich reinbringt, sag mal, ist in halt, dass den. man halt einfach unruhig ist, weil, ne, weil man Angst hat, aber ich Ja, verstehe das klar, meinst, aber in auf die eine andere Art. Lebensplanung, sage ich mal, in die Ja, Lebensplanung. genau. Ja, Ne? ja. Also, mein Plan ist es, ich sag mal so, mein Plan, das muss man mal so ganz klar sagen, ist es jetzt nicht, das begrenzt zu machen. Mein Plan ist es jetzt schon, da jetzt erstmal ja, das da so durchzustarten so, ne? Und genau, das ist jetzt so. Am Ende muss man sich immer fragen, was will man, was ist einem wichtig so? Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt, wo man hingeht so. Und ich denke auch, dass, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, was für einen selbst wichtig ist, was man können will. Und ich hatte das Gefühl, dass gerade diese ganze Physiologie in der Anästhesie und so, ich fand das irgendwie geil. Ne? Ich meine, diese ganze Geschichte, deswegen auch jetzt mit dem Gift und sowas, ne? In der Theorie, ne, ist das schon, ja, das ist ein intensivmedizinisches Geschehen, ne, was da stattfindet. Nein, also da sind ja schon Dinge dabei, die sind ja schon wichtig zu verstehen und diese ganzen Dinge, die haben mir einfach Spaß gemacht, dass man über Sachen nachdenken musste. So, das musst du in der Inneren auch total, da wahrscheinlich noch krasser, aber es ist so eine Mischung aus diesem Praktischen, was du machst, aber auch diesem, ja, was du halt nachdenken musst, so. Und das fand ich einfach sehr cool.
Also ich habe noch mehrere Fragen, aber jetzt zwei, die mir jetzt gerade noch gekommen sind. Ja. Wie stark ist die, also du warst ja hinterher so ein bisschen, weiß ich ja, hingst du ja so ein bisschen zwischen Unfallchirurgie und oder generell Chirurgie und der Anästhesie. Wie stark war jetzt der Einfluss, dass du sagst, die Arbeitsbedingungen in der Anästhesie sind halt auch ein bisschen netter? Punkt eins und Punkt Nummer zwei, was glaubst du, wo hättest du dich beworben, wenn der nicht der Kontakt nach dem PJ geblieben wäre zu der Anästhesie? Du Wenn du meinst für wirklich welche komplett frei Fachrichtung? blanko gewesen wärst und du hättest dich so überall bewerben müssen, wo du dich halt bewerben möchtest. Ich glaube, dann hätte ich mich trotzdem erstmal für die Anästhesie beworben, um ehrlich Okay. zu sein. Ich glaube ja, weil ich einfach weiß, oder also anders, so Arbeitsbedingungen schwierig, ne? Also muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich mir in dem Sinne jetzt nicht so viel Kopf deswegen gemacht, weil eben diese, also der Weg so leicht war, sag ich mal, verhältnismäßig, ne? Oder er hat ihn da für mich dadurch leichter gemacht, weil ich weiß, wie es da ist und nicht weiß, wie es gewesen wäre, wenn man sich in der Chirurgie irgendwo hätte beworben, ne? Ja. Wollen, bewerben wollen. Boah, ist eine schwierige Frage. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich würde sagen, am Ende glaube ich hätte mich trotzdem erstmal für die Anästhesie beworben, ja. Ich glaube, Okay. es wäre das unumfäng oder das umfänglichere Skillset. So, Ja, was mir sehe jetzt ich. einfach erstmal wichtiger ist. So. Das, ja, doch, würde ich, glaube ich, schon so sagen. Ja. Ja, sehe ich. Interessant, interessant. Und jetzt die Frage, die ich mir jetzt von der letzten Mal, also die Folge, die ihr noch hören werdet, aber da habe ich, die haben wir schon vorher aufgenommen. Die Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, wie ist das Weiß mit schon. Klinikniederlassung? So, hast du dir da Gedanken zu gemacht, dass du später vielleicht in der Klinik bleiben möchtest? Da macht man sich gar keine Platte gerade drum, ne? Das sind so Ganz Fragen, die ehrlich. stellen einem super viel, aber macht man sich gar keine Gedanken gerade drum, ne? Nein, überhaupt nicht. Also für mich hat das zu keinster Weise irgendwann mal eine Rolle gespielt. Ich habe natürlich, also was man immer wieder hört, und das haben auch einige Anästhesisten und Anästhesistinnen selbst gesagt, klar, du bist Dienstleister. So. Ich glaube, man muss da so ein bisschen aufpassen. Ne? Also, wie soll ich sagen? Ich selber sage, ja, juckt mich nicht. Aber was ist denn da immer so das Problem? Aber ich weiß auch, wie wir waren, zum Beispiel, als wir in der Vorklinik waren oder als wir gerade in die Klinik kamen und so weiter und so fort, und wir da gesagt haben, die weiter sind, ja, was erzählen die einem denn da? Das heißt, man muss es vielleicht ernster nehmen, ne, als man denkt oder so. Aber, und das ist halt immer das, worauf ich mich zurückberufe, ich bin fucking Goofy. Also sorry, dass ich das jetzt so sage, aber ich bin Guppy, der keine Ahnung von irgendwas hat. Ich bin ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe keine Skills in dem Sinne, weißt du, was ich meine? Ich bin erstmal völlig, ja, ich bin ja erstmal völlig noch am Anfang. Und bevor ich mir jetzt darüber irgendwie Gedanken mache, ob ich ein Dienstleister bin, muss ich erstmal Dienstleister werden. Denn eine Dienstleistung kann ich schon mal gar nicht bringen bisher, weil das, was ich kann, ist irgendwie nichts. Ja, ist ja so. Muss man ja mal erstmal so sagen. Deswegen muss man, glaube ich, sich einfach erstmal darauf berufen, dass man sich mal einzuordnen weiß. Ich bin Anfänger, der viel Hilfe brauchen wird und der jetzt erstmal gucken muss, dass er auf sein Leben klarkommt und dem Team, in das er dann da reingerät, auch eine Hilfe ist und keine Last. So. Das ist so mein größtes Ziel jetzt erstmal. Besser werden oder in dem, was man ist, und seinen Beitrag zum Team bringen. Ich glaube, und natürlich den Menschen so oder so, das ist ja jetzt mal wohl Prio Nummer eins, das ist ja klar. Aber du verstehst, was ich meine, ne? Das ist mir wichtig, das ist eine Sache, die ich mir vorgenommen habe. Ich will ein angenehmer Arbeitskollege sein. Ich will jemand sein, bei dem man sich freut, wenn er da ist. So. Oder dass man nicht denkt, so, weißt du, das wäre das Schlimmste für mich, wirklich. Das wäre wirklich das absolut Schlimmste für mich. Ja. Ja. Einfach ins Team integrieren und Ja, dann, genau. ja, dass man auch ein cooles Team hat und so. Ich sag mal, eine Last wirst du am Anfang wahrscheinlich schon ein bisschen sein, aber das ist ja halt das Ja ganz klar, geile natürlich. Anästhesie. Du hast ja relativ schnell Hilfe, so, ne? Also Ja. es ist ja eigentlich immer so, zumindest kenne ich das so aus der Anästhesie, dass ein Oberarzt oder eine Oberärztin so zwischen den Sälen so ein bisschen rotiert. Oder vielleicht du auch, ich, gut, ich weiß jetzt nicht, wie das Einarbeitungskonzept bei euch ist. Ob Also dann ihr ich hoffe erstmal mal, gedoppelt werdet. das muss doch hoffentlich sein. Ich, du weißt nicht, ich habe da, also gut, jetzt nicht aus der Anästhesie, aber von Station so habe ich so gehört, so ja gut, ein, zwei Tage wird dir das Computersystem ein bisschen gezeigt und dann hier, Abfahrt, Abfahrt. Ja gut, aber das ist ja Ist so, nochmal was okay. anderes, ob du dann eine Ein- und Ausleitung machst oder ob du, ne, aber Ja. also ich gehe mal davon aus, dass ich erstmal gedoppelt werde. Ich hoffe es doch, lol. Und dann
Hast du eigentlich so viele Dinge erfragt? Ich habe letztens mit einem Arzt gesprochen und der meinte auch so, ja, aber wenn du dich bewirbst, du musst nachfragen nach Fortbildung. Wer finanziert die? Wie oft bekommst du Fortbildung? Und das und das und das. Und das. Gesagt, da mache ich mir über alles gar keine Platte gerade drum. Ich will irgendwie eine anständige Stelle mit einem coolen Team und fertig. Ja, so, und hat mich da so voll getextet mit, du musst das erfragen und das erfragen und das erfragen. Ich habe mir gar keine Gedanken zugemacht. Nein, bei mir war es auch eher so eine Art, ja, ich würde auch sagen, einfach nettes Gespräch. Man kannte sich ja, sage ich mal, mehr oder weniger. Und dann einfach ein paar Interessen fragen, was so passiert ist, seitdem ich weg war. Aber ich habe mir jetzt keine Platte über Fortbildung gemacht. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Nee, wirklich. Also da macht man sich doch, am Ende denkt man sich, ich muss erstmal in der Klinik irgendwas lernen, bevor ich ja, Fortbildung mache, ne? Ja, genau. Das ist halt das, was ich meine. Man muss jetzt erstmal ankommen, man muss auch erstmal checken, wie gesagt, wo man steht. So, ich bin das Ende der Nahrungskette und das ist auch völlig in Ordnung so und ich bin auch froh darüber. Ne? Ja. Und dann langsam besser werden und langsam sicherer werden. So. Ja, und dann wirst du erstmal in den OP geworfen für, weißt du das ungefähr oder ist dir das erstmal auch gar nicht so wichtig, wie lange du im OP bist und wann das du dann? Das weiß ich gar nicht genau, wie das ist, aber ich glaube, das ist erstmal eine Weile. Weil ich glaube, es geht jetzt erstmal darum, dass du dann halt die Basics lernst. Ne? Du musst sicher Atemwege freimachen können, beziehungsweise sichern können. Ja. Und vielleicht auf ein paar Dinge reagieren, vielleicht mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie es mit Dosierung aussieht und so weiter und so fort. Und darüber hinaus lernt man dann später alles, denke ich. Ja, ja. Also, wenn ihr eine Formulatur in der Anästhesie machen wollt, ne? Ja, genau wie das, ne? Nein, also jetzt Spaß. Mal ganz, jetzt hört es aber auch auf. Ne? Da hören wir aber auch mal ganz schnell auf. Aber jetzt mal ohne Scheiß, jetzt so, ich meine, du wirst ja irgendwann in die Position kommen, dass Studierende einfach da sein werden. Ja. Aber ich sag mal so, für die nächsten Semesterferien, jetzt so für Sommer, die kann man doch dann noch schön ein bisschen wegschieben, oder? Also würde ich jetzt, also ich persönlich würde mir das gar nicht zutrauen lassen. Jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt, fängst Mai an, Mai, Juni, Juli, ja, dann so August, könnten also nach 4 Monaten, das ist ja ein bisschen früh, oder? So, wenn ihr da jetzt Ich glaube nicht, dass, also ich weiß, wie es da läuft. Meistens wird am Anfang dann immer in der Besprechung, wenn die Säle verteilt werden, auch die Formulanten und so, und die PJler aufgeteilt mit auf die Säle. Also du kannst zwar rotieren, aber häufig ist es so, dass man, komm, du gehst heute mal damit. So. Ja. Ich glaube nicht, dass ich da jemanden ranbekomme. Ich bin so gespannt, was du so erzählst, was da so, also einfach, keine Ahnung, wie das so von der anderen Seite aus ist. Einfach so generell, so wie das aus ärztlicher Sicht ist, so wie, wie man dann Studierende halt wahrnimmt. Ja, so, ja, und ich meine, wir haben ja auch viele kennengelernt, die vielleicht auch sich jetzt nicht so benehmen konnten, wie wir das jetzt vielleicht, also hoffentlich getan haben, weil das so, ja, was, ich bin einfach auf die Storys gespannt. Ich freue mich darauf. Ja, ich. Natürlich bin ich erstmal drauf gespannt, wie du klarkommst in der Klinik und ich bin mir sicher, du wirst das gut machen, aber auch gespannt natürlich, was da für Erzählungen kommen werden so am Anfang und wie es dir dabei geht, wie die erste Woche so ist, ob dir da, wie stark dir da die Düse geht. Das ist halt krass, ne? Wenn ich mein M3 habe, arbeitest du schon einen Monat. Die Sache ist ja die, Lukas, ne? Ich will jetzt auch gar nichts leugnen, ne? Mir geht's nicht gut, ne? Also ich freue mich auf das alles, wirklich. Also ich merke auch, ich habe Lust, was zu tun. Also, ne, auch mal wieder in ein anderes Umfeld zu kommen und einfach jetzt zu lernen und zu wissen, ich lerne jetzt, also es klingt so dumm, aber ich lerne jetzt für mich, ich lerne jetzt fürs Leben und ich lerne für Patientensicherheit. So. Aber ich bin auch ganz ehrlich, es ist richtig schwierig, da gerade nicht in so eine mega krasse Angstspirale zu rutschen, so, in der man sich so denkt, scheiße, ich bin, also, weißt du, das Problem ist ja gar nicht mehr, und das ist so ein anderes Angstdenken. Wir haben das ja schon mal gesagt, es geht mir jetzt nicht mehr darum zu sagen, ich habe unbedingt Angst, dass ich irgendwie keine Hilfe kriege oder dass da wirklich was bahnbrechend Schlimmes passiert so direkt. So, weil, wie gesagt, da werden mit Sicherheit am Anfang genügend Leute da sein und ich weiß auch, das ist ein Team, das kann ich anrufen, da kommt wer. Meine Angst ist, dass du irgendwann diese Grenze an Zeit überschreitest, an der es heißt, das müsstest du jetzt können. Ja. Das ist eher das Problem, dass ich eine Entwicklung mache, die nicht schnell genug ist für das, was benötigt wird. So, das ist meine große Angst.
So, das ist natürlich eine Sache, das kann ich jetzt nicht sagen. Und vielleicht merke ich auch irgendwie, ich kann das doch alles nicht und so. Vielleicht ist das so. Aber das ist eigentlich so das, wovor ich am meisten Schiss habe. Dass du irgendwann denkst, so, Scheiße, komm, jetzt müsstest du das doch mal können. Wenn du nämlich PJler bist, dann weißt du, ich bin hier eh wieder weg. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das mache, ob ich das jetzt kann oder nicht. Ist ja erstmal eigentlich gar nicht so wichtig. War wichtig, sich das mal getraut zu haben, mal gemacht zu haben. Klar, und wenn du aus 5 Intubationen halt 3 hinbekommst und 2 nicht, dann juck es. Wenn du aber als eingestandener Anästhesist aus 5 Intubationen nur 3 hinbekommst, ist das scheiße. Ab einer gewissen Zeit, weißt du, was ich meine? Natürlich schon eigentlich am Anfang. So, und das ist das, was mich gerade aggressiv stresst. So, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich voll verstehen. Ich kann mich da an eine Situation erinnern. Erste Formulatur in der Inneren. Da war das nämlich so. Und da hat die, ich meine, das war natürlich völlig daneben. Da hat die Chefärztin, eine Assistenzärztin, so zur Sau gemacht während der Visite. Die, ich weiß nicht, wie viele Monate sie da war, aber die meinte, dass die Lernkurve von ihr wirklich ganz schlecht ist und sie müsste das schon viel. Und hat die wirklich vor, also riesige Visite und viele Oberärztinnen und Oberärztinnen dabei gewesen, Fachärztinnen und Ärzte. Boah, es war so viel Personal da auf dem Gang und die hat die so zur Sau gemacht. Vor allem, das war richtig, richtig daneben, aber das ist ja genauso die Situation, vor der man halt Angst hat. Nicht, dass das passieren wird, das glaube ich nicht, Das aber würde dann dass man nicht einfach an diesem passieren. Punkt ist, dass es eigentlich von einem erwartet wird, aber man kann es nicht. Hast du den Impuls, jetzt schon vorher ein bisschen dir nochmal was anzugucken? Also ich sag mal so, ich habe natürlich schon den Kontakt zu alten Arbeitskollegen aufgenommen und gefragt, so, ne? Na, ehrlich, weil ich, wie Klar. gesagt, ne? Und da hieß es eigentlich, so, mach dir keine Sorgen, ne? Es wird schon alles klappen, das meiste ist Learning by Doing. Aber ich werde es nicht lassen können. Ich werde mir, also was ich auf jeden Fall nochmal machen werde, ist, ich werde mir aber sowas von safe nochmal Medikationen so ganz grob angucken, die wichtigsten Dinge, die wichtigsten, ja, solche Sachen einfach. Das finde ich, muss passieren. Es kann nicht sein, dass ich, also es ist nicht schlimm, wenn man die Dosierung nicht perfekt kann. Und da wird natürlich immer wieder jemand sein und sagen, boah, mach mal hier ein bisschen mehr, mach mal da ein bisschen weniger, weißt du? Ist ja klar. Aber komm, so ein bisschen muss, also es muss, so ein bisschen muss da schon was drauf sitzen wieder, so, ne? Ist ja jetzt auch nicht so, als hätte ich das alles vergessen und so, überhaupt nicht. Aber ja, genau. Ne? Also so ein Kann ich bisschen werde ich verstehen. mir, denke ich, was angucken. Ich weiß noch nicht genau, in welchem Umfang, weil häufig ist ja dann doch wieder irgendwie alles anders in der Klinik, jetzt in solchen Büchern. Ob ich mir ein Buch hole, weiß ich jetzt nicht. Ob ich einfach Ambos lese, weiß ich jetzt nicht. Ich werde es dann herausfinden. Aber Ja, so ein wahrscheinlich. paar wichtige Dinge, ja. Ja, wahrscheinlich dann so im Laufe der Zeit, dass du dir ein Buch kaufst, so, ne? Wenn du dann vielleicht im OP entspannter bist und da auch ein bisschen was lesen kannst oder so. Weißt du, Echt. in welchen Saal du kommst? Also gab es das so bei euch in der Klinik, so dass, ich sag mal, die Neueinsteiger in einen bestimmten Saal kommen, wo jetzt, ja, ich sag mal, eher komplikationslose OPs sind oder halt, ich sag mal, extrem viele hintereinander von Ja. Standardeingriffen, sodass du dann halt viel intubieren kannst? Das ist alles so, also das ist ja individuell, ne? Also es kommt immer so auf den Tag drauf an, wie die Saalbelegung ist und so und auch so ein bisschen, ob man sagt, okay, ey, heute ist da mal dies und das und jenes, da wird wahrscheinlich das und das anstehen, das kannst du mal machen. Oder ob da, manchmal ist es wohl auch so gewesen, was ich mitbekommen habe, sowas wie, man leitet einen in eine OP, die 2 Stunden dauert und nach einer Stunde ruft dich wer an und sagt, meiner ist gleich durch, ich habe hier eine Ausleitung, wir tauschen, du machst die Ausleitung und ich gehe und übernehme bei dir und danach kommst du zurück, damit du einfach noch mehr Routine sammelst. So. Ich sage ganz ehrlich, ich hab auch vor der Ausleitung habe ich fast noch mehr Schiss als vor der Einleitung, weil bei der Einleitung, weißt du, es gibt so ein standardisiertes Ding. Weißt du, was ich meine? Du weißt, ich weiß genau, was ich tue und wenn ich was nicht hinbekomme, weiß ich auch, was ich, also im Zweifel rufe ich wen an, so. Klar, kann ich bei der Ausleitung auch machen. Aber ich hatte das Gefühl, bei der Ausleitung gibt es nicht dieses, klar, es gibt Kriterien, ne, Schutzreflexe, bla bla bla, ne, TOF, wenn du eine anhast und so ein Scheiß, ne, ist mir alles klar. Aber das habe ich gesehen und das wirst du in deiner Familie auch gesehen, das waren viele sehr unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, manche haben Leute aufwachen lassen, bei denen ich dachte, die sind noch irgendwo im Nimmersland. So, da war ich mir gar nicht sicher, ob die Person überhaupt atmet. So, aber es war alles fein. Und bei anderen hatte ich das Gefühl, die röchelt dir den Tubus jetzt gleich schon auf der Nase. So, ne? Und da ist so ein Feingefühl halt nötig. Und das hast du ja am Anfang überhaupt nicht. Und ich weiß auch, dass ich als PJ auch noch nach einigen Wochen noch dachte, so, lol, hätte ich jetzt voll falsch eingeschätzt. Weil, ja, der kommt gleich. Wie, der kommt gleich? So, hä? So, ne? So, und dann plötzlich, plupp, Augen auf und dann raus. So. Und das ist so eine Sache, da habe ich Schiss vor. Ich sag's dir ganz ehrlich. Da träume ich schon von. Jetzt schon, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, so wird es mir auch gehen, sobald ich in deiner Situation bin. Ja. So gerade so kurz, also
es ist nicht mehr so weit weg, dass man es so sehr vor sich herschieben kann, aber es ist auch noch nicht so richtig nah dran. Also ja, doch, es ist schon nah dran, aber es ist, weißt du, so jetzt so vor 1, 2 Monaten konntest du das noch so schön vor dir Ja, herschieben. richtig, So, es ist so, genau. ja, das ist bald, so, das ist im Mai, wann ist Mai so? Und jetzt ist halt fast April. Ja, das ist Monat, in einem Monat Das fange ich ist nur ein an. Monat, es ist nicht mehr so weit. Boah, ich bin so gespannt, was du so am Anfang erzählst. No, Mann. Ja. Also wie Was gesagt, ich kaufst du habe dir von deinem ersten Gehalt? von meinem ersten Gehalt kaufe ich mir mein BAföG zurück. Nein, also ich werde nicht viel kaufen. Also ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich Schulden abbezahlen kann. Und Hast du nicht das so eine ist. Sache, so, weißt du, so eine Sache? Ich meine, du kriegst schon ein bisschen Cash, oder so, kann man auch so sagen, so kommen so 200, 300 Euro, die investiere ich mal in, oder 500 Euro, weiß ich nicht, je nachdem, die packe ich jetzt erstmal schön und kaufe mir davon ein schönes Paar Schuhe. Nein, keine Ahnung, ein Hier schönes sollte ich Paar mal, Laufschuhe. ich sollte mir wirklich mal ein paar Schuhe wieder kaufen. Wahrscheinlich weiß ich noch gar nicht genau, was ich mache. Ich glaube, ich werde mein erstes Gehalt, also es soll jetzt gar nicht so fishy klingen, aber ich glaube, es wäre zeitig, dass ich meiner Mutter mal ordentlich irgendwie einen Danke kaufe Ja, okay. für die 6 Jahre. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Und dann gucken. Also, wie gesagt, einfach froh sein, dass man nicht in die Miese geht auf dem Konto, und das ist vielleicht Ja. ganz gut. So, das, und dann werde ich schauen, wenn es dann was gibt. Ich glaube, das mache ich dann spontan. Ob ich mir von meinem ersten Gehalt was kaufe oder nicht, werde ich dann sehen. Ne? Ja, das ist schön. Und dann mal schauen, ob du irgendwann so souverän bist, dass du dann für den Marathon weiter trainieren kannst. Weil du dann, ich sag mal, nicht mehr so krass eingespannt bist, weil am Anfang, ne, machen wir uns Ja. nichts vor, wirst du tot ins Bett fallen abends, weil du so angestrengt bist, und dann vielleicht aber nach einem halben Jahr, keine Ahnung, oder ein paar Monaten, wir werden sehen, vielleicht hast du dann den Kopf so frei, dass du am Wochenende auch laufen gehen kannst. Ich sag dir aber auch mal ganz im Ernst, ne? Also bin ich auch ehrlich zu dir, es macht auch keinen Spaß, ne? Also mit dem Marathonlaufen, es macht mir auch keinen Spaß gerade. Du läufst und du weißt, ich meine, das Ding ist, ich bin ja dann drei, also ich bin ja einmal die, ich glaube, 28 gelaufen oder so und war 3 Stunden unterwegs. Das ist ja auch schon eine Zeit, ne? So. Ja, das stimmt. Ne? Und es macht halt dann auch einfach keinen Spaß. Und vor allem ist es frustrierend, wenn du dann jetzt irgendwie so 2,5, 3 Stunden läufst und weißt, ich schaff's ja jetzt gerade wieder nicht. Du merkst schon, boah, es fängt an, eklig zu ziehen. Und das ist, letztens fing es das erste Mal an, dass du am Mittelfuß anfangen zu zwicken. So, und da dachte ich, boah, jetzt hörst, also da wird es dann gefährlich, so muss man ganz Ja, ehrlich klar. sagen. Ja. Ne? Und ja. Deswegen, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich den Marathon nicht schaffe, dann werde ich erstmal sagen, glaube ich, nee. Aber läufst du dann Weil, gar nicht oder dann na, so auf laufen Spaß, macht weißt du, Bock. dann halt so die Ja, Distanzen, die Bock machen. eine So acht Stunde bis zehn laufen, Kilometer. genau, eine Stunde laufen ist optimal. Eine Stunde in 10 Kilometer ungefähr, Ja. vielleicht dann halt die ein bisschen schneller oder so. Das macht Spaß. Das ist chillig, so, das ist cool. Alles, was da drüber hinausgeht, wird dann irgendwann eklig, weiß ich auch nicht genau. Ja. 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 Ja, vielen Dank. Falls ihr, bevor ich das vergesse, falls ihr Fragen habt, irgendwie zu Justin natürlich, dann gerne bei Spotify reinpacken, auch auf Instagram. Und dann können wir in Zukunft auf die Fragen natürlich noch eingehen, so auf deinen Berufsstart. Wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt. Ja, ich will dazu nochmal sagen, ne, also ist jetzt natürlich nicht alles schlecht. Ne? Wie gesagt, ich freue mich auch sehr darauf, muss man auch dazu sagen. Ich freue mich Ja, wirklich, ich glaube, wir können das alle das zu machen. nachvollziehen. Ich glaube, uns geht es da allen so. Und gerade im PJ, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei uns war das so, dass das je. Gut, okay, du hattest nicht mehr so viel Kontakt zu Studierenden, weil ihr wart nicht relativ wenig Pörtler, ne, in deiner letzten Station. Aber wir sind halt relativ viele gewesen. Und für diejenigen, die im dritten Tertial waren, das wurde immer mehr Thema. Also ich kann das total nachvollziehen, fühle das total. So diese Ängste, die da halt vielleicht so ein bisschen mitkommen. Natürlich ist es auch so, ein bisschen freut man sich auch drauf, aber vor allem halt auch aufs Ende des Studiums freut man sich. Aber je näher so die erste Stelle rückt, so, ich glaube, das kann jeder sehr gut nachvollziehen. Zumindest diejenigen, die dann auch ein bisschen weiter im Studium sind. Kann ich komplett verstehen. Ich glaube, das können auch alle, die hier zuhören, ganz gut einkategorisieren. Ja, genau. Also ich wollte es nur noch einmal sagen, wie gesagt, das wird ja auch eine geile Zeit, so gehe ich jetzt mal von aus. Wird zumindest eine Zeit, bei der du wieder halt in ein paar Jahren drauf zurückblickst. Ne? Ich werde in dem, ne, also das ist so das Ding. Ne? In Ich ein paar bleib Jahren dabei, kommst du also wieder zurück. ich bleib dabei, ein Kumpel von mir. Ne, ist so, der hat sich so weit, Es also der hat sich so wird lang. weiterentwickelt, Bro, aber es wird ein Meme, Alter. Es es wird wird, ein Meme. natürlich wird es ein Meme, natürlich wird es ein Meme, aber das wird ja bei dir ja ähnlich sein. So, und deswegen, ich Ja, will einfach nur schon. sagen, bin gespannt, wie du dann quasi in einem Jahr bist. Ja, Was ja, das, ja. wie du dich entwickelt hast. Auch so, zum einen persönlich, aber halt auch fachlich, oder was siehst du einfach anders, welche Dinge,
auf welche Dinge blickt man vielleicht auch anders zurück. Weißt du, vielleicht ist ja auch so, dass du sagst, ey, Alter, MPJ, ey, macht euch wirklich keinen Stress. So, ne? Das ist alle, keine Ahnung. Oder man denkt sich, das und das MPJ hätte ich gerne anders gemacht. Weißt du, dass man einfach den Blickwinkel dann nochmal ein bisschen anders sieht. Dass man einfach einen anderen Okay. Blickwinkel nochmal hat. Ja. Ja, und dann werden wir ja sehen, was du machst. Da bin ich auch Ja, gespannt. gut, da beenden wir jetzt bitte die Folge. Ja, ich sag mal so, bei dir ist ja jetzt auch langsam Zeit darin, dass man, also jetzt muss man sagen, jetzt kann man das langsam nicht mehr schieben, auch bei dir nicht mehr, ne? Also Nein, das klar, ist absolut richtig. du kannst jetzt erstmal noch sagen, gut, ich mache jetzt Examen, ne? So, das ist jetzt erstmal Prio. Aber wenn man halt sagt, okay, man will dann irgendwann auch anfangen zu arbeiten, ne? Dann muss man ja irgendwann so langsam auch mal gucken, ne? Ich will eigentlich demnächst Werbung mal rausschicken, ja. Ja, oder? Also ich will es eigentlich schon vor dem M3 Mhm. schon viele Bewerbungen rausgeschickt haben und im Optimalfall vielleicht auch mal das eine oder andere Gespräch schon gehabt haben. Oha. Wäre vielleicht Oha. ganz nett, wäre vielleicht nicht verkehrt. Aber jetzt frag mich bitte nicht wo. Nee, natürlich sage ich das jetzt nicht, das ist ja Machen wir klar. jetzt da machen wir jetzt ganz anderes Thema auf. Ja, da machen wir ein Keine Ahnung. anderes Thema auf und außerdem wollen wir uns ja die Klicks dann nochmal für ein anderes Maß heben. Ja, natürlich. Dann machen wir ein Ja. bisschen als Cliffhanger. Schauen wir mal. Dann machen wir da auch mal eine Umfrage, wo man mich sieht. Ja, bei dir Da wird es kommt Ortho alles rum. kommen. Da kommt Ja. Orthopädie allgemein und eventuell noch Human Genetics kann bei mir auch. Ja, stimmt. Human Genetics kam auch. Uro würde bei mir, könnte ich mir auch vorstellen, dass das kommt. Psychiater. Ja, meinst du? Aber Was meinst haben du, die auf Eltern ernster damit zu Basis tun? kommt das, oder? Nein, 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 es wird nicht auf ernster Basis kommen. Das glaube ich auch Wobei nicht. man sagen muss, wer uns sehr akribisch gehört hat, hat auch mitbekommen, dass du zwischenzeitlich überlegt hattest, dein PJ in der Psychiatrie zu machen. Das ist richtig. Und dann hätte man darauf kommen können, dass man sagt, vielleicht ist es eine Option. Das stimmt. Das stimmt. Da muss man fair bleiben. Ja. Wir haben letztens eine E-Mail bekommen. Hast du die Ui. gesehen, dass jemand an mich ge geschrieben hat, so dass man ja auch einen Facharzt für oder beziehungsweise die Weiterbildung Kinderorthopädie muss Ja, man nicht ja. nur über Orthounfall und ob ich nicht mir die Kinderchirurgie angucken möchte. Aber natürlich alles Dinge, die mich mir auch durch den Kopf abgehen lassen. Also, Da wollte ich gerade sagen, da hast du wahrscheinlich keine Möglichkeit derzeit oder bislang ausgeschlossen oder nicht berücksichtigt. So ist das. Na Na gut, gut, Lukas. aber dann, ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Ne? Wenn die Folge gerade rauskommt, sitzt du im Flieger irgendwo. Du kannst dir die Folge bestimmt, also könntest dir die in Dauerschleife ein paar Stunden anhören, wäre es immer noch nicht da. Ja, stimmt wohl. Ich Na wünsche dir einen gut. wunderschönen Urlaub, Justin. Dankeschön. Und Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ich sag ja, tschüss. super. Und damit schließe ich den Podcast.